Hallo alle zusammen, ich grüße euch wieder von der Isar, der einsamen, ruhigen Isar. Es ist nichts los hier. Wer die Isar kennt, weiß, dass das sehr außergewöhnlich ist. Wir haben Tag 13 unserer Challenge. Versuchen Strategien zu finden, dass wir durchhalten. Wenn wir Urlaub hätten, wären 13 Tage wahnsinnig kurz. Da hätten wir das Gefühl, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Jetzt während Corona sind 13 Tage unendlich lange. Also wir sehen, alles im Leben ist relativ. Und selbst wenn wir zu Hause durch die Ausgangsbeschränkung Dinge erledigen können, die schon lange liegen geblieben sind, empfinden wir es als belastend und als Zwang, statt dass wir uns überlegen, dass es eine Auszeit ist, die wir für uns produktiv und effektiv nutzen können. Abgesehen davon, dass viele einfach kein Geld verdienen, was natürlich Existenzängste schürt, ist es eine Auszeit, eine Veränderungszeit, die wir für uns nutzen können. Wirklich als Herausforderung, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Nehmen wir die Zeit ganz bewusst für uns. Ich wünsche euch, dass ihr wenigstens für einen Moment auch eine Chance in dieser Situation für euch erkennen könnt. Haltet sie fest und haltet euch daran fest. Denn danach wird alles anders sein. Das wird uns versprochen und ich persönlich glaube auch daran, dass sich viele Menschen in dieser Zeit verändern werden. Viele äußere Situationen sowieso. Euch darauf vorzubereiten, zumindest innerlich, euch zu öffnen, dass da was Positives dabei rauskommen kann. Die Kraft wünsche ich euch, die Hoffnung wünsche ich euch, die Erkenntnis wünsche ich euch, einen guten Tag wünsche ich euch. Mit den besten Grüßen und Wünschen von der Isar, eure Maria.